Hello everyone, and welcome to our video series on Learn German Intermediate. In the previous lesson, you learned various uses of the verb lassen. In this video, you'll be learning how to make passive with the reflexive verb sich lassen. To practice what you learned today, you can download a free worksheet from our page on patreon.com. So, fangen wir an. Lektion 6. Passiv mit sich lassen. Bevor wir in Detail gehen, hier sind ein paar Beispiele. Die Fenster lassen sich nicht öffnen. Das nächste Beispiel ist: Das Puzzle lässt sich lösen. Und hier ist das dritte Beispiel. Manche Wörter lassen sich schlecht aussprechen. Normalerweise bildet man passiv mit werden. Wenn man passiv mit sich lassen formuliert, diese Form heißt Passiversatzform. Wir schauen uns ein Beispiel an. Man kann die Bildqualität verbessern. Dieser Satz ist aktiv. Im Passiv sagt man normalerweise, die Bildqualität kann verbessert werden. Sätze mit können kann man auch so bilden. Die Bildqualität lässt sich verbessern. In diesem Fall benutzt man sich lassen plus das Verb im Infinitiv am Ende. Hier ist der nächste Satz. Man kann die Schrift gut lesen. In Passiv mit sich lassen sagt man, die Schrift lässt sich gut lesen. Der Akkusativobjekt von dem aktiven Satz ist jetzt der nominative Subjekt in dem passiven Satz. In dem passiven Satz braucht man keinen Täter, deshalb man fehlt weg. Hier ist noch ein Satz. Er kann sein Fahrrad reparieren. Der Satz in Passiv heißt: Sein Fahrrad lässt sich reparieren. Der Akkusativobjekt in dem aktiven Satz Sein Fahrrad ist jetzt der Nominativsubjekt in dem passiven Satz. Der Täter er fehlt weg. Passivsätze mit können kann man leicht mit sich lassen umformulieren. Zum Beispiel: Das kann mit einem Beispiel gut erklärt werden. Man kann auch sagen: Das lässt sich mit einem Beispiel gut erklären. Man soll hier nicht vergessen, dass das Verb am Ende im Infinitiv steht. Diese Konstruktion darf man aber nicht mit der anderen Konstruktion sich lassen plus Infinitiv verwechseln. Hier hat lassen die Bedeutung etwas veranlassen. Zum Beispiel: Er lässt sich die Haare schneiden. Hier hat man einen aktiven Täter, das heißt, er veranlasst, dass jemand ihm die Haare schneidet. So, dieser Satz ist aktiv und nicht passiv. Sehr gut. Es gibt auch andere Passiversatzformen, die wir später lernen. Danke. Thanks for watching this video. If you like this video, do give it a thumbs up and share it with your friends. Don't forget to subscribe to the channel for more videos. You can click on the bell to receive notifications whenever a new video is uploaded. If you have any comments or questions, you can leave them in the comment section below. Tschüss! Auf Wiedersehen!